Hallo meine lieben Arc-Freunde der Züchtungen und der Papa und Mama werden. Ja, ich habe ja schon ein Video gemacht, wie das funktioniert mit dem Eierlegen. Jetzt ist es natürlich auch möglich für Säugetiere. Als Beispiel habe ich jetzt herangezogen einen Doedicurus. Ich hoffe, ich habe das irgendwie annähernd richtig ausgesprochen. Ja, das runde kleine Steinvieh. Im Prinzip funktioniert das genauso wie bei unseren schönen... Ich lege dir ein Ei und sonntags auch mal zwei. Wir müssen beide, also Weibchen und Männchen, zusammenbringen. Am besten auf einer Foundation 2x2 geht mittlerweile oder 1x1. Und stellen beide auf Enable Wandering. Und dann fangen sie sich sofort an, instant zu paaren. Ja, wo liegt jetzt eigentlich der Unterschied? Ja, es gibt eigentlich nur einen Unterschied, und zwar, ja, Säuger legen kein Ei. Ne? Und daher ist es auch einfacher, denn solange das Baby von der Mama ausgetragen wird, braucht ihr euch um nichts kümmern. Ne? Also ihr müsst nicht schauen, ob irgendwie die Temperatur passt oder sonst irgendetwas. Nee, das reguliert und macht alles die Mama für euch. Aber das Ganze dauert auch dementsprechend lange. Also ich habe hier einen 41er gekreuzt mit, ich weiß nicht, immer so um 30 rum, 34 rum. Und ich finde es schon übertrieben. Also ich sage mal so von 7 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags, bis das Kind ausgetragen ist. What the fuck? What the hell? Also, dauert ewigst. Und wie wir dann auch sehen können, ja, sieht es auch richtig süß aus, das kleine Baby-Baby-Butzi-Butzi, wenn es geboren ist. Und genauso schnell ist es auch wieder tot. Ja, mir ist das kleine Tierchen leider verstorben. Denn man muss bis zu einem gewissen Punkt, ich habe mir sagen lassen, angeblich 10% der Tragkraft, muss man das Tier selbst füttern ständig, ja, sprich ständig selber Futter reinschieben, und erst dann können sie aus dem Futtertrog fressen. Ja, mir ist natürlich die Lust vergangen, das Ganze nochmal zu probieren, verständlicherweise. Deswegen schreibt mir in die Comments rein, ab wann frisst das Tier denn wirklich selbstständig aus dem Futtertrog, wenn ihr diese Information bereits habt. Ne, das wäre ganz, ganz toll für mich und für die anderen. Wie gesagt, mir ist so angekommen, 10% von der maximalen Tragkraft, dann können die aus dem, ja, aus dem Futtertrog naschen. Bis dahin müsst ihr wirklich, ihr müsst eigentlich neben dem Vieh stehen bleiben. Ihr müsst ständig Futter reinstopfen, denn ohne Witz, ich bin nur kurz auf die Toilette gegangen, Pipi zu machen. Ja, Vieh war tot. Also nicht mal eine Minute ist möglich. Sobald er es kein Futter hat, verreckt das Tier. Und da gehört definitiv in meinen Augen nachgepatcht. Was hat sich sonst noch Neues ergeben? Das betrifft jetzt gleichermaßen Säuger wie unsere Ostereischupfer. Und zwar besteht die Möglichkeit auf Zwillinge und auf Drillinge. Die Prozentzahlen sind hierbei von 1-3%, also sehr, sehr gering. Was mich auch schon einige gefragt haben, ja, wie funktioniert denn das eigentlich jetzt mit der Farbe des Tiers? Ja, es ist tatsächlich so, dass es random ist. Also man hat darauf keinen Einfluss. Es sei denn, ich habe zum Beispiel das getestet mit zwei Alpino-Fröschen. Ja, wenn natürlich beide Alpinos sind, ne, Vater und Mutter, kommt ein Alpino raus. Ne? Das funktioniert wunderbar. Ansonsten, ja, ist es Glückssache, was für eine Musterung euer Tier bekommt. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ja, so viel zu diesem kleinen News-Update. Hey Leute, wir sehen uns im Spiel. Wenn ihr wollt, also ich suche noch nach Mitspielern. Ich spiele auf www.forum.de, dort auf dem PvP-Server. Wenn ihr Bock habt, ist es ein Whitelisted-Server, daher ist es sehr, sehr angenehm. Auch für den PvP-Server ist es sehr, sehr angenehm. Ja. Man kennt sich halt derzeit noch untereinander, und wenn jemand Mist baut, oh, dann schappern die Klöten. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, würde mich freuen. In diesem Sinne, macht's gut. Ich liebe euch.